Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Subnautica und wahrscheinlich der letzten Runde. Wir hatten ja gestern schon versucht, die Neptun-Rettungsrakete fertig zu bauen, nachdem wir jetzt die Infektion geheilt haben, die Vollstreckungsplattform abgeschalten haben. Oh, eine Sonnenfinsternis. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Wow, interessant. Ja, da wird es wieder hell. Und hinter uns steht schon die angefangene Neptun-Rettungsrakete. Wir müssen noch ein bisschen was bauen. Wir brauchen nämlich das Cockpit. Nur denke ich, dass es uns heute darüber hinaus nicht allzu viele weitere Herausforderungen geben wird. Deshalb können wir das ganz gemütlich angehen. Ich will es aber auch nicht künstlich in der Länge ziehen. Das heißt, wir machen einfach los. Hier ist gerade ein Pirscher, der nach uns schnappt. Ah, okay. Das soll er ruhig machen. Wir brauchen ein bisschen was an Material. Ich denke, das haben wir alles an unserer Basis. Das kriegen wir alles zusammen. Unsere Seemotte haben wir ja noch unten am riesigen Lebensbaum. An die kommen wir jetzt nicht mehr ran. Die Mühe mache ich mir auch nicht, darunter zu gehen. Aber wie würde ich überhaupt darunter kommen? Weiß ich gar nicht, ob wir das schaffen würden, so ohne weiteres. Ohne Krebs. Welcome aboard, Captain. Jetzt schauen wir mal, was wir hier an Material noch haben. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, es hat sich noch jemand gewünscht, dass ich noch einen kleinen extra Move mache. Ein bisschen mit dem Krebs, ein bisschen gegen Leviathane kämpfen soll. Klar könnte man das alles machen, aber wie gesagt, ich will es doch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge hier gemacht. Ja. Haben wir noch einen Blaststahlbahn? Ich denke nicht. Das heißt, wir brauchen erstmal 10 Titanen. Da können wir uns einen Titanbarren bauen und dann brauchen wir irgendwas dazu, um dann den Blaststahlbahn draus zu bauen. Da brauchen wir noch 2 Lithium. So machen wir das. Die Lithium, wo haben wir die? Ich denke, wir müssten jetzt alle Ressourcen haben. Wir haben ja zwischendurch immer gut gesammelt, aber guckt, Lithium haben wir gar nicht so übermäßig viel dabei. Dann brauchen wir Kabelsatz, da brauchen wir Silber. Hatte ich nie gerade hier irgendwo Silber gesehen? Und die CPU, da brauchen wir, glaube ich, Gold. Gold, Kupfer. Naja, kriegen das schon irgendwie alles zusammen. Damit haben wir das Teil Nummer 1. Was haben wir hier? Kabelsatz. Wir brauchen aber den erweiterten Kabelsatz. Dafür brauchen wir... Oh, wir brauchen 2 Computerchips. Dafür brauchen wir erstmal den hier. Und den Computerchip. Da brauchen wir Gold, Kupferdraht und Tischkorallenprobe. Ja, seht ihr, das ist... Haben wir vielleicht doch nicht alles so gut vorrätig. Aber das kriegen wir hin. Wie viel Kupfer braucht man jetzt? Genau. Wir müssen ja 2 CPUs bauen, also brauchen wir auch 2 Kupferdraht. Tischkorallenprobe. Wo sind denn die Tischkorallen? Die wachsen hier draußen. Ist es noch hell, dass wir noch was sehen? Draußen haben wir schon ziemlich viel abgeerntet, ne? Die hingen hier an den Wänden dran, an den Felswänden. Da hinten sind noch welche. Mal Platz im Inventar, ja. Das müsste, glaube ich, schon reichen. Ach, guckt, hier sind ja überall noch welche. Wenn man von der richtigen Seite an die Felswand guckt, dann sind auch Tischkorallenproben da. Ja, haben wir noch Energie? Gut. Na, weil das sieht man ja oben, die Energie verbraucht sich auch ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, ob wir es noch brauchen, aber ich lande trotzdem nochmal an.
Ja, man könnte auch noch an der Basis so viel rumbauen. Ich habe das jetzt mit dieser einen Basis gemacht. Wir haben hier oben noch den ganzen Bereich offen, den ich mal gebaut habe, damit wir das einfach mal sehen, wie das aussieht, wenn wir das, diesen Lebensform-Zuchtbehälter über zwei Ebenen erstrecken. Das ist natürlich eine wunderschöne Sache. Also da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Allerdings finde ich das innen mit den Treppen nicht so glücklich, dass man hier sich quasi nur mehr oder weniger hoch und runter beamt. Und zum anderen braucht man halt gar nicht so viel Platz, um alles zu bauen. Klar kann man sich jetzt noch einrichten mit irgendwelchen Möbelstücken. Naja. Da brauchen wir noch mal Gold und da brauchen wir noch mal Gold, also brauchen wir noch 3 Gold. Jetzt können wir den Kollegen hier bauen, das ist sehr gut. Achso, die CPU haben wir schon, alles klar. Gut, dann brauchen wir ja dieses grüne Zeug. Wo baut man das? Klobleiche war es nicht. Achso, ist es Salzsäure? Benzol ist es nie. Polyanilin. Muss ich in die, ins Rezept gucken. Was haben wir hier oben? Glas. Normales Glas. Ich glaube aus 2. Genau. Ne, ist verstärktes Glas. Oder wie nennt sich das? Da brauchen wir einen Pirscherzahn, emailliertes Glas. Einen Pirscherzahn. Einen Pirscherzahn haben wir aber auch. Haben wir gut Ressourcen gebunkert. Achso, ich sehe gerade, ich habe die Gelsäcke gar nicht hier reingeworfen in die Maschine. Gut, emailliertes Glas wollten wir bauen. Dann brauche ich noch eine Energiezelle oder Batterie. Was ist denn das? Ich will schon gar keine Energiezellen einstecken. Könnte ich eine aus dem Krebs rausnehmen? Möchte ich ehrlich gesagt nicht. Gut, dann gucken wir uns nochmal schnell die Baupläne an. Polyanilin, da brauchen wir Salzsäure und Gold. Und Salzsäure, da brauchen wir Tiefenpilz und Salzablagerung. Haben wir. Tiefenpilze haben wir hier draußen irgendwo angebaut in unserem Säurepilz. Hier drüben ist Tiefenpilz. Na, jetzt hängen wir ein bisschen. Da ist es. 1, 2, 3 brauchen wir. Und den letzten, den verbasteln wir zusammen. Das ist gut gebalanced, finde ich, dass man, wenn man 4 Samen hat, 3 Pilze braucht man fürs Produkt und den vierten kann man zusammen zerlegen. Salzsäure. Dann brauchen wir Gold. Gold. Brauchen wir auf einmal ziemlich viel Gold. Zum Glück haben wir zwischendurch immer mal welches gesammelt. Hätte ich gar nie gedacht, dass wir hinten raus doch ein bisschen mehr davon brauchen. So. Jetzt schmeißen wir mal das heraus. Jetzt gucken wir noch mal schnell, was das letzte für ein Produkt ist. Energiezelle. Oh, Energiezelle. Ich könnte einen aus dem Zyklop nehmen. Den Zyklop haben wir eh bloß rumstehen. Wollen wir das machen? Ah, das widerstrebt mir irgendwie, ein fertig einsetzbares Gerät auszuschlachten. Hier ist die Energiezelle. Da brauchen wir 2 Batterien und ein Silikongummi. Silikongummi haben wir vielleicht noch und Batterien. Habe ich die richtige angepinnt? Ja. Silikongummi, ich sehe es gerade nicht.
Waren das die Samenstängelbüschel? Wo man Silikongummi draus macht? Oder waren das die Schlingpflanzenproben? Funktioniert. Wunderbar. Achso, wir brauchen zwei Energiezellen. Das haben wir wieder gut hingekriegt. Wie baut man eigentlich Batterien? Haben wir da nie noch welche? Guckt, hier haben wir Batterien. Oh, reichen aber auch nicht. Nee, Quatsch, ich habe mich verguckt. Wir brauchen zwei Batterien, um eine Energiezelle zu bauen. Eine Energiezelle brauchen wir für einen Schildgenerator. Passt doch, ist alles gut. Ja, wo baut man das Gerät? Das baut man wahrscheinlich hier in der... im Seedock. Im Trockendock. Ne, hier baut man es nie. Dann baut man es vielleicht hier in der Modifizierungsstation. Auch nie, ich gehe kaputt. Ne, Neptun-Cockpit wollen wir nie bauen. Wir brauchen erstmal. Ach, na klar, im Zyklop selber baut man das. Immer was zu trinken. Und was zu essen hast du nie mehr. Aber infizier dich nie gleich wieder. Ja, ihr merkt schon, wir schweifen schon wieder ab von einem zum nächsten. Gut. Geht's einmal in den Zyklop. Na, an der Klappe hängen geblieben. Welcome aboard. Alle Systeme online, gut zu wissen. Hier baut. Nee. Wo war es denn jetzt? Ach ja, ja, genau, an der Wand. Ja, der Zyklop ist schon beeindruckend, ne? Eine schöne mobile Basis quasi, aber auf der anderen Seite so unhandlich, schwer zu steuern und gerade dort unten in den Tiefen, wo man es gebrauchen könnte, in den Höhlen, da kommst du halt kaum hin mit dem Zyklop, weil es einfach zu eng ist. Ja, jetzt haben wir es wieder hinbekommen, jetzt ist gerade wieder Nacht, wenn wir die Rakete bauen wollen. Müsste ich eigentlich warten. Neptun, oh, schön, es leuchtet. Müsste ich eigentlich warten, bis es wieder Tag ist. Aber vielleicht sieht es auch in der Nacht ganz beeindruckend aus. So, ist jeden Moment fertig. Neptune 1 Rocket online. Ah, siehst du? Da ist er fertig. Wow, wir können sie sogar noch bemalen. Und dem Namen können wir den ganzen auch noch geben. Eigentlich müsste man sie gelb machen.
So wie unsere Seemotte ursprünglich. Wunderbar. So, und wie kriegt man die jetzt gestartet? Achso, wahrscheinlich hier, oder? Stand hier irgendwas von Start? Fertig. Das ist wieder so klar gewesen, dass wir daran scheitern, die Rakete zu starten. Also hier können sie bloß bemalen, das ist ja albern. Raketenname, oder müssen wir deren einen Namen geben? Das ist ja bloß. Gibt's hoch? Gibt's hier noch eine andere Stelle? Jetzt müssen wir doch auf den Tag warten. Muss ja irgendwie reinkommen in die Rakete. Das Cockpit ist ja ganz oben. Ach, hier drüben. Naja, ha. Logisch, wir haben ja diesen Turm gebaut. Wollen wir uns noch was zu essen mitnehmen? Was haben wir denn überhaupt noch im Inventar? Was zu trinken? Medipack? Naja, passt schon. Klar, wir müssen natürlich hier hoch. Richtig. Ja, das ist jetzt nicht so dramatisch, dass es dunkel ist, weil großartig Aussicht hat man sowieso nicht. Ist ja überall nur Wasser. Da ist das Wrack der Aurora, das kennen wir nun inzwischen auch schon. Aufzurufen. Aha. Als er weg ist. Müssen wir hier zumachen? Nein. Schalter umlegen, Hydraulik. Kann man hier drinnen noch was bauen? Vorrat ansehen. Kann tatsächlich Vorräte mitnehmen. Hilfsenergieeinheit. Müssen wir wahrscheinlich alle der Reihe nach starten. Rakete verlassen. An der Seite wird es wahrscheinlich ungesund sein. Ach ne, hier sind wir reingekommen. Die haben die Tür automatisch wieder zugemacht. Guck mal, jetzt ist es hell. Und da sieht man schon, das ist nicht allzu viel zu sehen. In eine Richtung, wenn dort die Aurora ist, müsste dort hinten diese Wolke versteckt die Insel mit der Vollstreckungsplattform und diese Wolke versteckt die Insel mit der Degasi oder mit den Degasi-Basen. Es waren ja mehrere. Ja. Ja, und ansonsten gibt es nichts zu sehen. Gut, dann starten wir mal dieses mintgrüne Monster hier. Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwie Inventar mitnehmen müssen oder nicht. Ich schaue da dann mal die Hilfsenergieeinheit. Mal gucken, was passiert. Auxiliary Power Unit online. Pressurizing Hydraulics. Kommunikation. Communications Systems Array active. Na gut, schauen wir mal. Gehen wir ins Cockpit hoch. Schick gemacht, oder? Mit Glaskuppel. Hier ist unser Pilotensitz. Was haben wir hier drüben? Zeitkapsel vorbereiten. Okay, gucken wir uns gleich an. Was ist das? Lebenserhaltungssystem aktivieren. Das müssen wir auf jeden Fall machen.
Zeitkapsel, Hauptcomputer, Lebenserhaltung. Okay, Hauptcomputer ist dann hier drüben. Zeitkapsel. Aha. Okay. Ist das... Darf ich mal kurz... Kann man das abbrechen? War das nicht bereit? Ah ja, so. Es gab doch... Was hatten wir gescannt? Zeitkapseln, genau. Aha. Okay, die haben dann immer ein Bild genommen. Einen kurzen Text. Und das sind die Dinge, die man also finden kann. Ja, das ist gut. Da würde ich noch mal gucken, dass ich ein bisschen was an Inventar suche, was wir hier reinpacken können. Wie viele Plätze hatten wir? 6? Kann ich ja mal schauen, was mir einfällt. Und ein Bild, das müsste ich dann vielleicht offscreen machen, weil ich nicht, muss ich erstmal irgendwo einen Screenshot herzaubern. Genau, da hole ich mal Material, suche mir ein Bild raus, sodass wir die Zeitkapsel voll vorbereiten können. Das machen wir dann gleich zusammen. Und pünktlich zum Sonnenuntergang sind wir wieder oben. Da geht die Sonne langsam wieder unter. Hat jetzt doch ein kleines bisschen gedauert. Man verliert sich dann doch schnell in Details. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen was machen. Jetzt geht es erstmal hoch ins Cockpit zurück. Und jetzt bauen wir schnell die Zeitkapsel zusammen. Ja, was packe ich rein? Ich habe ein bisschen überlegt. Habe vor allen Dingen geschaut, wo habe ich meine Schwierigkeiten gehabt. Und habe mich entschlossen, ich werde 2 Gelsäcke reinpacken. Das brauchen wir fürs Aerogel. Und da habe ich mich zumindest schwer getan, weil ich es ganz einfach übersehen habe. Ihr habt mich ja dann darauf hingewiesen, habt mir da gut geholfen, dass ich es doch noch finde. Dann habe ich mir überlegt, 2 Nickelerz, die kann man auch gebrauchen. Da habe ich auch eine Weile gesucht, bis ich es gefunden habe. Und dann wollte ich ein großes gefiltertes Wasser mit reinpacken. Und eigentlich hatte ich noch irgendwo einen kristallinen Schwefel, dachte ich. Auch den wollte ich dazu packen. Habe ich jetzt keinen dabei. Gut, die Thermalklinge, da kommen die Leute relativ schnell ran. Magnetit brauchte man wenig, aber das packen wir den mit rein. Gut, da haben wir das Inventar. Als Bild habe ich hier ein Bild aus meiner Basis gemacht, aus meinem Zuchtbehälter mit dem Knuddelfisch. Boah, passt. Und eine Nachricht muss ich noch dazu tippen. Gut, die Zeitkapsel ist vorbereitet. Und jetzt müssen wir noch die letzten Systeme starten. Primary Computer Systems active. Das ist der Hauptcomputer. Und die Lebenserhaltung. Sind die Systeme alle an? Haben wir doch eigentlich angemacht, ne? Doch, da leuchtet es grün. Und den Hauptcomputer, wo war er? Jetzt gehe ich kaputt. Lebenserhaltungssystem aktiviert. Ach ja, genau. Life Support Systems online. All systems are go for liftoff. So, alle Systeme sind online, die Rakete ist fertig, die Zeitkapsel ist vorbereitet, wir haben unsere Reise auf 4546B vollendet. Und dann starten wir die Rakete. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10. Nine, ja, wir eight, haben... Huch, was ist das? Seven, Vögel. Six, five, four,
Capsule jettisoned. Ja, da haben wir unsere Reise vollendet. Wir hinterlassen eine Basis, eine funktionsfähige Basis, aber die wird anderen Spielern nicht helfen. Vielleicht findet irgendwann jemand unsere Zeitkapsel. Oh je. Oh je, da werden wir wohl gleich wieder zurückfallen. Performing gravity turn maneuver. Drehen wir jetzt gleich wieder um und springen zurück ins Wasser? Nein. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. Und da geht es zurück nach Hause, denke ich zumindest. Oder geradewegs ins nächste Abenteuer, wer weiß es schon. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together.